Servus, heute mache ich für euch eine Pizzarolle. Das ist eigentlich ein Resteessen. Mir ist so viel übrig geblieben und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt dann gleich. Also bleibt's dabei. In meinem Kühlschrank hatte ich noch Weizentortilla. Die sind schon offen und müssen auch langsam weg. Zudem etwas geriebenen Emmentaler, Schinkenstreifen, ein halbes Glas Arrabbiata-Soße, eine Zwiebel und ein paar Cocktailtomaten. Ihr könnt da natürlich alle möglichen Zutaten drauf tun: Salami, Thunfisch, Peperoni, was ihr heute gerne möchtet und was ihr zu Hause habt. Die Zwiebel schneide ich einfach in feine Streifen. Und die Cocktailtomaten einfach in Scheiben. Dann verteile ich ganz großzügig die Arrabbiata-Soße. Ihr könnt natürlich auch normale Tomatensoße nehmen, das wäre vielleicht für Kinder besser geeignet, oder vielleicht sogar eine Bolognese. Schön ordentlich die Soße drauf, damit es nicht zu trocken wird. Jetzt mit dem Käse bestreuen. Bei mir ist es Emmentaler. Ihr könnt natürlich alle anderen Sorten an Käse verwenden, die ihr gerne mögt. Den Schinken großzügig verteilen. Nach Lust und Laune könnt ihr jetzt die Zwiebeln dazugeben und auch die Tomaten. Natürlich gehen auch noch andere Zutaten, wie bereits erwähnt, zum Beispiel Peperoni, Salami, Thunfisch oder ähnliches, was auch gerade bei euch im Kühlschrank so rumliegt. Dann klappe ich die Enden links und rechts einmal zusammen und das Ganze wird jetzt ganz straff aufgerollt, damit die Rolle später nicht aufgehen kann. Und genau so mache ich die anderen Rollen jetzt auch. Noch etwas großzügig mit Käse bestreuen und dann kommen sie in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für circa 10 Minuten. Vielleicht auch etwas länger. Das liegt an euch, je nachdem, wie knusprig ihr sie haben wollt. Man könnte sie jetzt auch wunderbar in den Kühlschrank stellen und zu einem späteren Zeitpunkt einfach backen. Bei mir sieht's gut aus. Ich hatte sie jetzt 15 Minuten im Backofen und sie sind fertig. Natürlich wollt ihr jetzt sehen, wie sie aussehen von innen. Das zeige ich euch gleich. Wenn euch mein Video bis jetzt übrigens gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Kommentar, ein Like oder vielleicht sogar ein Abo freuen. Und jetzt schneide ich die Pizzarolle erstmal an. Es sieht sehr saftig und lecker aus. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ich hoffe, ich konnte euch heute zeigen, wie man aus wenig Zutaten etwas Leckeres machen kann. Zudem, weil es eigentlich nur Zutaten waren, die bei mir im Kühlschrank waren. Und nun mache ich noch ein paar Bilder, wie man es anrichten kann. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Buschkoch, bleibt gesund, bis bald, Servus!